Aufnahme starten. Jetzt muss ich das Intro starten und ab dann oder ab jetzt hört man euch schon. Ja, mich jetzt auch schon. Jetzt kommt erstmal das Gelaber von wegen. Freundlich Unterstützung von danke, danke. Seeds 24, Hawaii Medical und Dirks Growshop. So, da sind wir. Willkommen bei den DHV News direkt vom Hanfverband Herbstfest. Man hört Leute im Hintergrund, genau, ich sitze hier mit etlichen lieben DHV-Fördermitgliedern am Lagerfeuer, deswegen bin ich auch so schön hell. Ja, die Leute, die unsere Arbeit überhaupt möglich machen, sind hier um mich rum, das freut mich sehr. Ich war den ganzen Tag unterwegs, ich war gestern noch in Dortmund auf der CB Expo und habe da an so einem Podium teilgenommen und bin heute den ganzen Tag gefahren quer durch Deutschland und deswegen sind wir so spät dran. Wir haben noch Freitag, 23.30 Uhr, aber das Video wird irgendwann nachts online gehen. Ich wollte es trotzdem machen, weil letzte Woche auch keine DHV-News waren. Und ja, all die Leute, die jetzt sehnlich schon auf Nummer 436 der DHV-News warten, die wollte ich nicht noch länger warten lassen, nicht noch eine ganze Woche. Deswegen jetzt hier dieses Setting. Es kann deswegen auch sein, dass die Links in der Videobeschreibung erst morgen kommen, ja, in die Videobeschreibung, dass die erstmal beim Release noch nicht dabei sind, weil ich ja noch weiter am Lagerfeuer sitzen muss, ja, und noch ein bisschen irgendwie was anderes machen als News. Und dann mache ich vielleicht erst morgen die Links. Mal sehen. Außerdem haben wir ein neues Video im Kanal, ein Interview mit dem Toxikologen Fabian Steinmetz zum Thema Flashbacks. Weil ja die Soldaten bei der Bundeswehr ja auch in ihrer Freizeit kein Cannabis konsumieren dürfen. Die kriegen dann Disziplinarverfahren, irgendwie irgendwelche Sanktionen. Und das ist natürlich ungerecht. Ja. Und da habe ich auch schon mal hier erzählt und habe schon ein bisschen ein paar Aktionen gestartet. Aber begründet wird dieses Verbot ja mit dem Thema Flashback, dass man sagt, jetzt haben die plötzlich wieder so einen Cannabis-Rausch, ja, und sind dann irgendwie bekifft an der Waffe, ja, Katastrophe. Deswegen haben wir uns mal mit der Frage befasst, gibt es überhaupt Flashbacks? Ja, ist das überhaupt ein sinnvolles Argument? Nachdem ich letztes Mal in den News ja auch so flapsig darüber gesprochen habe, so das abgetan habe, weil das für mich auch vollkommen klar ist, dass das gar nicht gibt. Dann kam einerseits die Antwort auch von euch jetzt hier in den Kommentaren, das kannst du nicht einfach so abtun, ja? Da muss man sich ein bisschen ernsthaft mit befassen mit dem Thema, ein bisschen wissenschaftlich. Und das war vollkommen richtig, das haben wir jetzt gemacht. Könnt ihr euch in dem Video angucken. Außerdem haben einige von euch ebenfalls in den Kommentaren auch gesagt, ich hatte aber schon mal ein Flashback. Auch darauf bin ich im Interview eingegangen, habe die Frage mal gestellt, wie ist denn das dann zu erklären, irgendwie, wenn es Flashbacks gar nicht gibt und so weiter. Ja, also guckt euch das mal an. Ist sicherlich ein Dauerbrenner, Thema Flashback kommt immer mal wieder, das wird in 5 Jahren immer noch ein spannendes Video sein, aber jetzt ist eben der Zusammenhang mit Bundeswehr eben auch besonders aktuell. Genau, Link in der Videobeschreibung, wie üblich. Ach so, genau, und dazu dem Thema, da mache ich jetzt auch gleich hier eine Vorbemerkung noch mit. Ich hatte ein Posting dazu losgelassen, beziehungsweise auch eine E-Mail an die Wehrbeauftragte, Eva Högel, des Bundestags, glaube ich. Auch mit der Bitte, sich darum zu kümmern, ja, weil die ist ja die Mutter der Soldaten sozusagen, ja, muss sich um deren Belange kümmern und so weiter und um deren Sorgen und so. Und ja, das hier ist eine Verletzung von deren Persönlichkeitsrechten und da habe sie gebeten, sich damit zu befassen. Und sie hat jetzt auf Twitter geantwortet, dass eine Antwort noch kommt, ja, zumindest, dass sie meine E-Mail beantworten wird, dass sie es bis jetzt noch nicht geschafft hat, weil sie auf Truppenbesuch ist. Sehe ich auch ein, dass es da auch noch andere wichtige Sachen gibt, ja, als diese, meine Mail da zu beantworten. Aber immerhin, sie hat reagiert, das heißt, wir haben das Thema gesetzt, ja, die Aufmerksamkeit ist da für diese Frage und von daher besteht da noch Hoffnung für die Soldaten, dass sie vielleicht doch noch in der Freizeit konsumieren dürfen. So, nächster Punkt, den ich natürlich unbedingt bringen muss, ist die Wahlanalyse zu Brandenburg, die wir auch schon online, schon vorletzte Woche online hatten, aber dadurch, dass letzte Woche keine News waren, ja, mach es halt jetzt noch mal schnell, ja, also geht wählen unbedingt, dass wir nicht noch mal so ein Desaster kriegen wie in Thüringen und Sachsen. Das war ein extrem cannabisfeindliches Wahlergebnis, ja, also mal abgesehen von allen anderen fragwürdigen Themen, die das aufwirft, da diese Wahlen. Aber auch aus drogenpolitischer Sicht war das vollkommen daneben, das Ergebnis. Und von daher nicht verpennen die Wahl. Ihr findet auf unserer Seite wieder die Wahlanalyse zu dem Thema. Ja, wo wir wie üblich da die Programme uns angeguckt haben und so weiter. Ein paar überraschende Ergebnisse sind auch dabei tatsächlich, die sonst ein bisschen anders aussehen. Einzige, was stabil ist, sind die Linken. Ja, die haben alles auf grün sozusagen in unserer Tabelle, in unseren Stichpunkten. Da hat alles gepasst, sehr ausführliches Wahlprogramm, nichts dran auszusetzen.
Erste Überraschung, die FDP hat diesmal als Zweitbester sehr gut abgeschnitten, was sonst oft in den Landesverbänden nicht üblich ist. Wir hatten jetzt gerade Thüringen, Sachsen, ja, waren die einfach schlecht aufgestellt. In Brandenburg ganz anders, ausführliche Details, auch im Wahlprogramm schon. Ja, also pro Modellprojekte, pro ja, Legalisierung grundsätzlich Bekenntnis dazu, Entkriminalisierung ist gut. Alles bis auf einen Punkt prima bei der FDP. Und die andere Überraschung ist, dass die Grünen sehr schlecht abgeschnitten haben in Brandenburg. Ja, die haben wirklich enttäuscht und gefailt. Sind wir gar nicht gewöhnt. Ja. Die haben überhaupt nichts zu Cannabis als Genussmittel im Wahlprogramm. Nur zu Nutzhanf. Nutzhanf ist sowieso der große Schlager in Brandenburg. Alle Parteien haben irgendwas zu Nutzhanf erzählt. Scheint noch ein richtiger Bauernstaat zu sein da. Aber ja, die Grünen haben sich zu Thema Cannabis überhaupt nicht geäußert, null. Auch in den Wahl-, also die, unsere Anfrage, ja, die wir gemacht haben, haben sie beantwortet. Aber auch die, den Rettungsanker haben sie nicht genutzt oder kaum genutzt, haben viel um den heißen Brei rumgelabert und keine vernünftigen, klaren Antworten gegeben. Also da haben die Grünen gefailt und wir haben das wirklich selten, dass die FDP vor den Grünen abschneidet, aber in dem Fall war das mal so. Überhaupt haben wir viele Null-Antworten auf die Wahlprüfsteine gekriegt. Ich meine, einerseits ja schön, wenn die überhaupt antworten, gibt natürlich auch immer mal wieder welche, die gar nicht antworten. Aber in dem Fall einmal einerseits die SPD hat dabei auch gefailt, hat lauter Wischiwaschi-Antworten gebracht, wo wir nicht wissen, soll man das jetzt grün oder rot setzen, ja, lauter gelbe Ampelpunkte da sozusagen in unserer Tabelle, weil sie halt immer drumherum gelabert haben, von wegen, ja, das Cannabis-Gesetz, das müssen wir jetzt machen, ist ein Bundesgesetz, von daher... Wir werden uns dagegen jetzt nicht wehren, ne? Aber das ist jetzt nicht gerade ein Bekenntnis zu dieser Reform und dass sie das gut finden oder so. Überhaupt haben die sich ja auch sehr abgesetzt von der Bundesebene und wollten damit wirklich nichts zu tun haben im Wahlkampf und haben voll auf Wojtke gesetzt. Auf jeden Fall haben sie nicht auf Cannabis gesetzt, so viel ist sicher. Und bei der CDU ist das auch so, dass sie die Wahlprüfsteine beantwortet haben und ja, überall bestätigt haben, ja, was wir sowieso erwarten von denen, ja, dass sie halt repressiv aufgestellt sind, dass sie das Gesetz wieder in die Tonne kloppen wollen, ja, dass sie das alles nicht gut finden und dass sie Repression viel besser finden, haben sie alles nochmal bestätigt in den Wahlprüfsteinen. Insofern, ja, zumindest ehrlich, muss man ja sagen, trotzdem möglichst nicht wählen. Und bei der AfD so ähnlich, wobei die eben keine Wahlprüfsteine beantwortet haben. Und trotzdem nicht wählbar sind. Ja, insofern so ähnlich. Wahlprogramm, auch nichts Brauchbares dabei. Ja, so viel dazu. Was auch wieder ein Totalausfall war, war BSW. Nichts im Wahlprogramm, keine Antwort auf die Wahlprüfsteine, mit Verweis auf die fehlenden Kapazitäten. Aber sie haben auch nichts dazu zu sagen, was sollen sie auch antworten. Ja, die haben ja gar keine Programmatik dazu. Wahrscheinlich noch nie über Cannabis geredet beim BSW in Brandenburg. Von daher, ja, kein Wunder, dass sie das nicht geantwortet haben. Guckt euch das im Detail an, wenn ihr Brandenburger seid, geht wählen. Und ja, das zeigt einmal mehr, jeder Landesverband ist unterschiedlich. Ja? Es gibt nicht immer nur die SPD, die Grünen und so weiter. Ja? Die ticken überall anders. So, jetzt aber zum Thema, wo ihr alle wahrscheinlich drauf wartet, ja, weswegen ich unter anderem auch diese News gemacht habe. Dirk Heidenloth, der einer der beiden drogenpolitischen Berichterstatter der SPD-Fraktion, hat diese Woche ein Posting losgelassen und gesagt, er rechnet nicht mehr mit einem Gesetz für Säule 2. Alle haben sich tierisch aufgeregt, ja, und gesagt, oh, jetzt ist es vorbei. Da sind auch die ganzen Leute wieder da, die immer bisher der letzten, seit der Wahl, seit bald 3 Jahren unter jedes Posting geschrieben haben, jetzt ist es vorbei. Jetzt, ich habe immer gesagt, da kommt nichts mehr. Ne? Sieh da, jetzt habe ich recht gehabt, da kommt nichts mehr. Das ist jetzt das Ende. Ne? Unter jedem Posting, andauernd, egal worum es ging. Das kommt sowieso nicht, das ist vorbei, wir haben verloren, ihr Loser und so weiter. Wie konntet ihr nur daran glauben? Und jetzt geht das wieder los. Ja, jetzt hat Heidenloth irgendwas gesagt und alle sofort, ja, jetzt gibt es keine Säule 2 mehr, jetzt gibt es keine Cannabis-Modellprojekte. Heidenloth hat was gesagt. Aber was hat er denn eigentlich genau gesagt? Da gucken wir uns das mal an. Er hat nur gesagt, er rechnet nicht mit einem Gesetz für Säule 2. Und ja, DHV-News-Zuschauer wissen das schon seit April. Da habe ich ja schon darauf hingewiesen, da gibt es eben diese Möglichkeit auch mit der Ausnahmegenehmigung mit dem jetzigen Cannabisgesetz Modellprojekte zu machen, auch zur Abgabe von Cannabis, zur Produktion von Cannabis und so weiter. Man braucht kein eigenes Gesetz dafür und es ist auch nicht mit dem Gesetz zu rechnen, weil erstens Lauterbach nichts liefert, der hat ja schon vor einem Jahr eigentlich liefern wollen und hat nichts gemacht. Warum soll der jetzt was liefern? Und außerdem muss das durch den Bundesrat, ja, wo das nicht durchkommen wird, ist vollkommen abwegig, illusorisch.
Und die haben ewig dran festgehalten, dass es da ein Gesetz geben soll. Manche jedenfalls, ja, SPD-Fraktion, ich glaube FDP auch. Ja, und jetzt haben sie halt gemerkt, okay, nee, das wird nichts, ja, Lauterbach wird nicht liefern. Das schließe ich daraus tatsächlich, wobei Lauterbach immer noch nicht sich dazu geäußert hat und nach wie vor ein Problem ist. Weil eigentlich ist ja die Lösung, da Lauterbach offiziell sagt, ich mache kein Gesetz für Säule 2, ich bin fertig mit Cannabis, jetzt kann Kollege Özdemir übernehmen, soll der das machen mit den Verordnungen und dann ist alles fein. Ja, das ist der einzige Weg, wie wir überhaupt in dieser Legislatur noch zu Modellprojekten kommen, zu Cannabisabgabe, Modellversuchen kommen können. Und vielleicht sind wir jetzt sogar ein Schrittchen näher dran, nachdem eben jetzt auch klar wird, dass Lauterbach nichts mehr machen will in dem Zusammenhang. Jetzt muss er nur noch abgeben eben auch, ne? Und das nicht einfach nur Kopf in den Sand stecken und so tun, als gäbe es kein Cannabis mehr irgendwie, als wäre das jetzt alles erledigt. So ist das ja im Moment, ja? Der äußert sich einfach nicht dazu und liefert nichts und macht nichts. Anstatt zu sagen, okay, offiziell, ne, ich gebe das ab. Ja, das wäre eigentlich das Einfachste. Also insofern ist das jetzt kein Riesendrama sozusagen, die Äußerung von Heidenblut. Er hat auch ausdrücklich nochmal nachgeschoben, dann nach diesem ersten Posting, dass er nicht damit meint und nichts dazu sagen kann, ob nicht per Verordnung noch Säule 2 Modellprojekte zur Cannabisabgabe kommen könnten. Er hat sich nur auf das Gesetz bezogen. Und wie gesagt, das war eh klar, dass kein Gesetz kommt. Soweit so gut. Dann gibt es noch eine Äußerung von Judith Gerlach. Die heißt eigentlich Klaus Holecek, ist Gesundheitsminister in Bayern und erzählt dasselbe wie immer. Die haben den nur anders gegendert und anders benannt. Wahrscheinlich brauchen die eine weibliche Gesundheitsministerin. Aber die haben hat genau dieselben Pressemitteilungen benutzt wie der Vorgänger oder der männliche Teil auch immer. Ja, das hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist jetzt also auch nichts Neues sozusagen, dass jetzt da aus dem bayerischen Gesundheitsministerium jede Woche irgendwas kommt von wegen, die Bundesregierung soll die Legalisierung aufgeben. Ja, das hat sie jetzt wieder gesagt. Auch, aber ich erwähne das hier, weil sie auch jetzt explizit Säule 2 gemeint hat. Ja, das soll jetzt die Bundesregierung nicht mehr machen. Die haben jetzt da Blut gerochen und gedacht, so, oh, scheinbar kann man jetzt da irgendwie die Wände einreißen. Ja, dass da, die sind jetzt schussreif oder wie man das nennt, auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir das Ganze eingerissen, dass keine Säule 2 mehr kommt. Das hat jetzt eben auch die Frau Holecek in Bayern verstanden und hackt da nochmal rein in die Kerbe. Aber ja, das muss man nicht ernst nehmen, das ist, machen die ja immer so. Ne? Das wissen wir ja, dass die Bayern da dagegen sind und maximal restriktiv weiterhin vorgehen wollen. Okay, das haben wir mal zur Kenntnis genommen. Positiver Aspekt wiederum, auch noch in dem Zusammenhang, der Berliner Bezirk Pankow hat einen Beschluss gefällt, dass sie ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe machen möchten. Also jetzt geht es wieder weiter mit dieser Serie geradezu von Städten, die sich für so ein Modellprojekt ausgesprochen haben. Das hatten wir vor der Wahl schon eine ganze Weile. Da haben wir auch ein bisschen mitgepusht sozusagen, als noch nicht klar war, dass wir mit der Ampelregierung erstmal eine Regierung kriegen würden, die erstmal legalisieren will. Mit einer vollständigen Legalisierung hätten sich die Modellprojekte erledigt gehabt. Jetzt ist ganz klar, ne, keine Legalisierung kommt nicht mehr. Und seitdem diskutieren die Städte auch wieder. Wir haben von Wiesbaden zum Beispiel letztens gehört, dass die auch an so einem Modellprojekt arbeiten, mit so einem Forschungsprojekt, mit einem extra neu gegründeten Verein. Und hier in Pankow will man offensichtlich zusammenarbeiten mit der Sanity Group, eine deutsche Firma, die in der Schweiz auch schon ein Modellprojekt betreibt, in dem Fall mit einem richtigen Abgabeshop, also keine Apotheke, sondern ja, ein so Fachgeschäft eben. Ja, und mit denen zusammen will Pankow eben jetzt so ein Modellprojekt beantragen. Und das ist natürlich prima, je mehr Städte da sich äußern dazu und einfordern sozusagen, dass sie die Möglichkeit kriegen, so ein Modellprojekt zu machen, desto besser ist im Moment die Situation, weil es ja auch Druck auf die Bundesregierung ausübt, ja, dass die sich da nochmal zusammenkäsen und das geregelt kriegen, dass Özdemir da eben ein paar Projekte genehmigen darf sozusagen, beziehungsweise seine untergeordnete Behörde, das BLE, wird dafür zuständig sein, Bundesinstitut für Landwirtschaft und Ernährung. Und am besten kriegen wir das jetzt auch noch hin, bei den Haushaltsberatungen ein paar Stellen dafür zu schaffen, damit da auch jemand Anträge bearbeiten kann. Weil im Moment gibt es da gar keine Expertise und auch jetzt nicht unbedingt Leute, die sich an die Füße spielen und nichts zu tun haben. Also das ist jetzt auch gerade ganz akut. Wir sind dran an dem Thema auf diversen Ebenen. Wenn wir jetzt auch nicht jetzt groß fürchterlich laut poltern bisher, ja, also keine riesen Mitmachaktion oder so, aber ihr solltet trotzdem mitmachen. Jeder, der Lust hat, was zu tun für Säule 2, ist auch ein bisschen die Frage, wie groß ist eure Motivation noch, nachdem ihr anbauen dürft und mit 25 Gramm rumlaufen. Aber wenn ihr noch vernünftige Fachgeschäfte sehen wollt,
Ja, dann wird es auch Zeit, mal wieder in die Tasten zu hauen und vielleicht mal der grünen Bundestagsfraktion, der SPD-Bundestagsfraktion zu schreiben, dass ihr noch Säule 2 sehen wollt, Lauterbach zu schreiben, dass ihr noch Säule 2 sehen wollt, Özdemir zu schreiben, dass ihr noch Säule 2 sehen wollt. Und die FDP-Fraktion ist auch ziemlich ruhig. Die hat zwar ministermäßig damit nichts zu tun, aber die könnten ja umso besser dann jetzt fordern, ja, und sagen, hier sollen die beiden Partner sich da mal einigen, sollen das mal geregelt kriegen. Also auch gerne die FDP-Fraktion nochmal auffordern, da ein bisschen lauter zu werden. Wir sind auch auf verschiedenen Ebenen an dem Thema dran und ich halte euch da auf dem Laufenden. Mit ein bisschen Glück kann da zumindest noch was gehen. Beerdigt ist die Sache jedenfalls noch nicht, wie die ganzen Leute schreiben. Bestimmt auch unter diesem Video. Wieder wird irgendwer schreiben, ja, wird nichts mehr passieren. Ich habe doch immer gesagt, das ist alles vorbei. Naja, aber ist nicht so. Dann haben wir eigentlich eine Null-Nachricht, die ich nur noch mal erwähne, weil viel in Medien wieder war. Merz hat gesagt, er will das Cannabis-Gesetz zurücknehmen und zurückdrehen. Ja, super, haben wir ja schon tausendmal gehört, ne? Ihr wisst das ja alle. Aber jedes Mal, wenn das wieder durch die Medien geht, kommen immer Leute an, wo man denkt, die haben bis jetzt unterm Stein gelebt, die hören das zum ersten Mal und die schreiben dann auch überall drunter, jetzt ist es vorbei, dann wird alles wieder zurückgedreht, ja, war alles umsonst. Naja, ist auch Quatsch. Also außerdem wissen wir das schon ewig, dass die CDU das will. Also wählt die halt einfach nicht. Ja, und dann gucken wir mal. Die müssen ja einen Koalitionspartner dafür haben, das alles zurückzudrehen. Und für ein komplettes Zurückdrehen hoffe ich mal, dass keine der Ampelparteien zur Verfügung steht. Mit den einzigen Partei, die das mitmachen würde, wäre wahrscheinlich die AfD. Mit denen machen sie es hoffentlich nicht im Bund jetzt nach der Wahl nächstes Jahr. Ziemlich unwahrscheinlich. Insofern würde es eher um Details gehen vielleicht, aber nicht um komplettes Zurückdrehen, auch wenn Merz und Lindemann das noch 100-mal irgendwie sagen, dass das Allerwichtigste der Welt ist, was zu machen, wenn sie die Regierung bilden. Ist auch nicht das erste Mal. Diesmal hat Merz gesagt, das sind seine drei wichtigsten Projekte nach der Wahl. Aber vor 2 Monaten oder so sind die schon mal an die Presse gegangen, haben gesagt, unsere 10 wichtigsten Punkte nach der Bundestagswahl stellen wir jetzt vor. Also Merz und Lindemann, der CDU-Generalsekretär. Und bei den 10 war natürlich auch die Abwicklung des Cannabis-Gesetzes dabei. Da haben die sogar gesagt, in der ersten Kabinettssitzung nach der Wahl wird dann sofort Priorität Nummer 1 Cannabis-Gesetz zurück abwickeln. Naja, kann man von halten, was man will. Auf jeden Fall, der Lindemann, der CDU-Generalsekretär, ist diese Woche zum Bierbotschafter ernannt worden für dieses Jahr. Aktuelle Nachrichten aus der Getränkeindustrie. So viel dazu. Noch eine ganz kleine Nachricht. Ein Kabinettsentwurf für Nutzhanf ist jetzt durchs Kabinett gegangen. Ja, der Kabinettsentwurf, den gibt es jetzt, mit anderen Worten. Das heißt, die Ministerien haben sich geeinigt auf den Entwurf und die Abschaffung der Rauschklausel steht da immer noch drin. Das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, dann ist CBD, Gras, Nutzhanf, Blüten, wie auch immer, alles, was aus Nutzhanf ist und unter dem Grenzwert von 0,3% THC ist, legal. Also auch eben rauchbare Nutzhanfblüten, was die wohl auch tatsächlich auf dem Schirm haben, weil in der Begründung zum Gesetz auch drin steht, dass sie Steuereinnahmen erwarten auf Rauchwaren zusätzliche. Das ist also wirklich auch nochmal eine sehr interessante Sache, mit der man nicht mehr so unbedingt hätte mit rechnen müssen. Und auch mal ein Thema, wo Özdemir mal aus der Deckung kommt. Der hat ja bis jetzt zwar bei Pressekonferenzen dabei gesessen, aber eigentlich sonst nichts großartig, jetzt jedenfalls nicht öffentlich sichtbar beigetragen zu dem ganzen Prozess. Jetzt kommt er mit der Rauschklausel, mit der Streichung der Rauschklausel an. Das ist interessant und jetzt soll er auch noch Säule 2 machen. Also wenn er sich jetzt warm gelaufen hat mit der Rauschklausel, dann kann er jetzt auch noch Säule 2 machen. Ortsgruppenfunk erspare ich mir diese Woche. Wir haben zwar Bilder von der Ortsgruppe Rhein-Neckar mit einem Infostand in Ludwigshafen, aber da ich hier keine Bilder zeigen kann jetzt gerade in dieser Ausgabe, machen wir das nächste Woche. Dann habe ich noch ein paar Termine. Die Expo, CB Expo, Cannabis Business Expo in Dortmund, läuft noch. Das ist das, wo ich jetzt auch gerade herkomme sozusagen und schon was erzählt habe auf der Bühne da irgendwie bei so einer Podiumsdiskussion. Aber es geht noch weiter bis morgen, Samstag ist der letzte Tag. Interessant, nicht Sonntag, wenn ich das hier richtig sehe. Dann gibt es in Magdeburg ein öffentliches Treffen der Ortsgruppe. In Freiburg macht die Ortsgruppe einen offenen Austausch, Let's Talk About Hanf, am 25.09. In Dortmund offener Hanftisch, 27.09. In Berlin ein Infostand der Ortsgruppe am 28.09. So, ich wünsche mir, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und das Video liked. Einen schönen Tag und geruhsamen Abend. Und ich wünsche mir jetzt ein Pfeifchen und ein paar Süßigkeiten. Und ich muss jetzt das Auto noch triggern hier. Musik
Ja.